Also ich kann die Geschütztürme dir geben, sonst. Ja, ich brauche nur Eisplatten für die Munition. Achso, aua. Gut. Ich stelle auf. Also da, wo die Alten auch standen. Okay, da drüber. Es müssen eindeutig mehr. So. Und weg. Gut. Vielleicht sollten wir einfach mal Militär 2 oder sowas erforschen. Hier, so eine Sachen. Nee, das ist erstmal wichtiger. Dann haben wir panzerbrechende Munition. Macht mehr Schaden. Ich glaube sogar doppelt so viel, oder? Schaden 5. Ja, 8 Schaden macht die dann sogar. Also nicht doppelt so viel, aber bemerkbar. Nennen wir es einfach mal so. Wenn wir dann jetzt auch noch sowas wie Kugelschaden und so hochforschen, dann sollten wir damit auch ein bisschen besser klarkommen. Naja, also im Prinzip brauchen wir tatsächlich... Ja, wir haben schon wieder 300 Landaufschüttung in der kurzen Zeit. Aber das ist kurze Zeit. Es ist tatsächlich kurz, also... Wir müssten halt eigentlich nur einmal den Kram aufstellen und gucken, wie viel wir tatsächlich brauchen an Platz. Und ich sag mal, für jede Anlage, die wir aufstellen, kriegen wir ja auch faktisch mindestens, also schneller. Ich sag mal, ran. Wir können uns ja immer so ein Doppelsetup für jeden Rohstoff machen wir. Also so ein Doppelsetup würdest du sogar machen? Würden doppelt machen. Okay. Gucken, wie viel wir davon brauchen. Also das Setup können wir dann immer kopieren. Genau, hätte ich denn gemacht. Und dann quasi rückwärts gucken. Die Elektrolyzer darauf anpassen. Ja, hätte ich nämlich gemacht. Gucken, wie viel Eisenerz verbraucht er pro Sekunde oder pro Zeiteinheit. Das dann runterrechnen auf die Ore-Sorting-Facilities und das dann runterrechnen auf die Crystallizer und Co. Ja. Dann würde ich... Warte mal, können wir da vielleicht schon die Zweier... Wir könnten sogar schon die Zweier bauen. Wollen wir denn gleich die Zweier bauen? Ja, ich glaube, da brauchen wir kein Doppelsetup. Würde ich trotzdem Platz, machen, dann reicht ich das. Ich würde den Platz lassen fürs Doppelsetup, aber was auch nicht sofort aufbauen. So, von wir den... wollen die Rohstoffe ja auch erstmal dann direkt rankriegen. Ja, also ich würde es dann halt so aufbauen, mehr oder weniger. Ach, scheiße, das sind die falschen, glaube ich. Das waren... Ja, das war Chemical Furnace, so. Blast Furnace, zwei... Die Dinger, die kosten gefühlt nichts. Induction Furnace, nicht Blast Furnace, ne? Ja, also Blast Furnace ist der oberste. Achso, ja. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, hier... Nein, warte, wir müssen mit den anderen anfangen. Hier kommt jetzt einfach mal der Output hin. Achso, nee, das ist der falsche. Das ist der richtige, so. Der Vorstand schon mal sowas wie so. Chrom. Kobalt, ja. Weil das werden wir dann auch alles brauchen. So hätte ich das tatsächlich gemacht. Und ich würde auch sagen, wir nehmen die größeren Masten direkt, oder? Ja. Gut. So. Das wäre dann jetzt quasi der Output für Eisen. Könnte ich eigentlich mal oben produzieren. Ah, ne. So. Produzieren im Inventar. Ja, gut. Was fehlt dir denn? Dann... Warum machst du nicht weiter? Die beiden zusammen mit Steinpipes, die ich wieder nicht habe. Oh, das ist echt irgendwie gerade ein gutes Gefühl. So, einfach aus Symmetriegründen mache ich das komplett zu. Und das, dann können wir es halt ein bisschen schöner kopieren, theoretisch. So. Ja, gut, aber du kannst es ja auch einfach. Ah, wobei. Könnten tatsächlich mal überlegen, die Eisenverarbeitung 2 zu forschen, tatsächlich. Ich würde sagen, Eisen ist ja gerade nicht mehr das Problem. Ich würde erst mal gucken, dass wir alle Rohstoffe vernünftig rankriegen. Wir haben Tinmangel, wir brauchen zwischendurch Bronze, gerade wenn wir... Ja, das, was ich halt nur meinte... Wir vielleicht angucken, wenn wir Richtung Chip-Produktion gehen. Welche Chip-Produktion meinst du? Meinst du die Prozessoren, die oder? Die roten Prozessoren, ja. Boah, hör mir auf mit denen. Wir
wir könnten Crystals forschen. Nee, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht direkt auf Stufe 2 planen. Also den Platzplan. Darum geht es mir. Weil ich vermute, dass es effizienter ist. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Weil wir kriegen aus vier, weil wir machen ja Erz. Also da kann ich ja erstmal sicher sein, wir gehen von Erz aus. So, das heißt 4 Eisenerz, 3 Eisenplatten. Oder aus 10 Molten Iron eine Eisenplatte. Platz, das heißt aus Eisen. Okay, also so wie wir es jetzt machen, ist es gerade 1 zu 1. So, da würden wir aus einem 4 bekommen. Das heißt, aus 2 würden wir 8 bekommen. Das heißt, das macht keinen Unterschied. Nein. Das macht tatsächlich keinen Unterschied. Da kann man später mit Iron Melting 3 ein bisschen was Besseres machen, aber ich würde jetzt erstmal nur für 2 aufplanen. Das heißt, wir machen das über das geschmolzene Eisen. Okay, also das Zweier ist tatsächlich nicht effizienter, meiner Meinung nach. Weil wir bekommen aus 1 Sheet Coil bekommen wir 4 Eisenplatten. Aus 80 Molten Iron bekommen wir 2 Iron Plates, Cheat Coils. Das heißt, wir würden 8 Eisenplatten rauskriegen. Das heißt, aus 10 Molten Iron kriegen wir 10, kriegen wir eine Eisenplatte. Also ist genau das Gleiche. Das heißt, tendenziell Verarbeitung 2 ist nicht besser. Ja, dann lassen wir das damit sein, dann machen wir nur eins. Das Einzige ist, da würden wir 16 rausbekommen. Ja, also Iron Smelting 3 ist dann wiederum besser. Aber da brauchen wir noch gefühlt den halben Tech-Tree. Also, das ist noch keine Option. Das heißt, wir können es eigentlich so erstmal lassen. Gut. Danach würden die beiden kommen. Die sollen das machen. Stimmt ja, die Blast Furnace brauchen ja noch Brennstoff. Ja gut, das können wir mit einem Fließband einfach durchziehen und fertig. So, dann nehmen wir da auch einfach mal direkt schnelle Greifarme. Werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich bin mir hier mal nicht. So. Dann machen wir es einmal so. Und da kommt der Brennstoff ran, den ich jetzt einfach mal hier runterleiten werde. So, dann kommt hier auch jeweils schnelle Greifarme hin. Ne, wir machen es so. Und du nimmst bitte von dem Band hinten ab. Und so. Ja, jetzt passt's. Dann brauchen wir aber garantiert noch einen zweiten von denen. Und so. Dann kommt hier nochmal ein Teiler hin. Und jetzt sollte es an sich klappen. Warum laufen die nicht weiter? Die haben keine Bronzeplates mehr. So. Da bin ich wieder. Hi. Ja, ich würde sagen, so in etwa passt das allgemeine Layout. Dann würde ich da jetzt noch ein Waren, also ein Lagerhaus, tendenziell hinpacken. Oh nein, das. Oh nein. Das Lagerhaus hat eine gerade Anzahl an Blöcken. Shit.
Dann packen wir es hier hin. So. Dann so. Ich nehme jetzt auch überall schon mit Absicht die schnellen Greifarme. So. Und... Ach komm, übertreiben wir gleich. Ah, drei Stück sollten reichen. Gut. Das heißt, das sollte so jetzt eigentlich passen. Und das können wir jetzt halt dann beliebig oft dann einfach daneben kopieren für weitere Ressourcen. Weil sowas wie Bronze können wir dann halt glücklicherweise auch so machen, dass wir einfach Kupfer und Zinn parallel machen und ein bisschen abstimmen müssen, wie viel das genau ist. Aber das sollte dann hingehen. Das werden wir schon schaffen. Ja, gut. Dann kommt jetzt der schwierige Teil. Wie viel Eisenerz brauchen wir? So, wir brauchen 48 in 2,667 Sekunden. Das heißt, wir brauchen 18 Eisenerz pro Sekunde. Und... Ach du Schande. Ah, okay, nee, ich dachte gerade, der Stream wäre irgendwie gerade ein bisschen am rumruckeln. So, und in 0,667 Sekunden produzieren wir das. Das heißt, die 18 müssen wir durch 0,667, dann sind es ja eigentlich mehr. Nee, warte. Ich will nur einmal anmerken, dass ich gerade die ganze Zeit die Alloy-Metalle am Forschen bin und es nicht weniger wird. Ja. So, wir brauchen 18 pro Sekunde. Aber wenn man durch 0,667 teilt... Boah, Mann, ich werde jetzt das Kopf rechnen. Warte, wenn das mal 0,667 ist, ist es ja weniger... Stimmt, doch, mal. Das muss ich machen. Das heißt, mal 0,667, das sind 12 Stück, die wir brauchen. Ein bisschen mehr als 12 Stück. Das will ich aber auf Rundungsfehler schieben. Das heißt, wir brauchen tatsächlich 3 Ore-Sorting Facilities. 3. Shit, ich habe mit 3 gerechnet. Ups. Wir haben noch keine 3er, ne? Ja, weiß ich nicht. Kannst mal gucken. Ich werde jetzt ungern halt Nadine auf Items zumachen, deswegen. Wahrscheinlich haben wir die nicht, oder? Ich muss sie erst finden, in welchem Tab die sind. Ach so, nee, such einfach in der Forschung. Ich gehe davon aus, wir haben das noch nicht mal erforscht. Doch, Sorting Facility 3 haben wir schon. Okay, was kostet das? Die Concrete Bricks stellen wir her. Ja. Wir brauchen Aluminium. Und wir brauchen Brass plus rote Schaltkreise. Okay, das heißt, die roten Schaltkreise könnten uns ein bisschen das Genick... Ja, die roten Schaltkreise sind noch zu viel, glaube ich. Also es ist nicht schwer, aber habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wo findest du die? Ich finde nur die grünen Schaltkreise. Ich habe in Nadine auf Items gerade nachgeguckt. Also wir brauchen grüne Schaltkreise, Aluminiumplate, Kupferkabel ist kein Problem, aber zweimal erweiterten Schaltkreis brauchen wir. Also sind andere, die von Bob. Die brauchen Transistoren und Widerstände und Solda haben wir, aber die Circuit Boards. Und die Circuit Boards brauchen Ferric Chloride Solution, was Eisenerz und Hydrogenchloridgas ist. Und Hydrogenchloridgas, das heißt Chlorine und Hydrogen. Hydrogen haben wir, das ist nicht das Problem. Und Chlorine macht man über saline Wasser und sowas. Das ist halt über 10 Ecken hinweg. Allerdings kann ja, wenn du dann fürs nächsten Stream dann hier das Setup ausbaust, da setze ich mich an die Schaltkreise dran und gut ist. Also willst du wirklich die Dreier bauen? Also es macht halt einen Unterschied, ob wir nun 3 oder 5 Facilities hinstellen.
Das ist jetzt nicht so wild. Und bei 5 hätten wir sogar noch ein bisschen Puffer nach oben, wenn wir 5 Einser bauen würden. Weil dann würden wir 20 Eisenerz pro Sekunde produzieren, brauchen aber nur 18. Bei den Ore Sorting Facility 3 haben wir halt 12 produzieren wir und 12,006 brauchen wir. Also entweder haben wir glatt 1 zu 1 dann, oder wir haben ganz bisschen zu wenig, was zu produzieren. Und da würde ich dann tatsächlich einfach sagen, wir bauen die Zweier auf und fertig. Dann bauen wir davon 5 Stück und dann hat sich das. Ja, dann machen wir die Zweier. Vor allem haben wir einen Vorteil, wir können das jetzt schon bauen. Das heißt, wir kriegen das vielleicht heute noch fertig. Na. Ja, wobei wir brauchen gleich noch einen ganzen Haufen Slack und den ganzen Kram. Aber ein Vorteil hat das. Wir können fast alles, was wir jetzt hier bauen, eins zu eins später kopieren, zumindest für Lead, Kupfer und Ja, und Zinn. sobald wir die Dreierforschung haben, reißen wir es alles wieder ab. Also, zumindest einen Teil müssen wir abreißen, weil wir dann den Zwischenschritt brauchen. Ich glaube, bis wir die Dreierforschung haben, das dauert. Also, du kannst ja gerne mal gucken, Iron Smelting 3. Das ist halt nicht ohne, was wir dafür noch brauchen. Ja, wobei, so viel ist das tatsächlich gar nicht. Also das ist halt, wenn wir gezielt hinforschen, relativ schnell machbar. Ich bin gerade echt am Überlegen, shit. Aber das ist halt so viel komplizierter dann. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber wir müssen dann Hallo. halt Coolant produzieren. Also, wir haben halt anstatt 1 zu 1 war dafür 14, die wir reinpacken. Statt 1 zu 1 haben wir 1 zu 0,875. Also wir sparen uns im Endeffekt 12% Input. Beziehungsweise wir haben 12% mehr Output. Ich weiß nicht genau, wie rum das ist. Ja, komm, lass das erstmal so machen. Das ist doch später nur ein Zwischenschritt. Den müssen wir dann eben gucken, wie wir den vernünftig da reinkriegen, aber. Ja, ich sollte nur mal eben gucken. Ich habe das gar nicht geguckt, ob es immer noch das gleiche Verhältnis ist. So, das ist 2,667. 2,667. Aber der produziert 120. Also, ich. Das ist das falsche Verhältnis. So, warte. 24. Ingots mache ich in 267. Das heißt, das ist 1 zu 2. So, ja. Shit. Oh nö. Ich darf nochmal wieder abreißen. Wir brauchen in der untersten Ebene brauchen wir 3 Stück und nicht nur 2. Ja, also einer von den Induction Furnaces produziert genug, um 3 Casting-Maschinen zu versorgen. Dann haben wir das hier oben ja auch falsch. Ja, aber da ist es uns nicht aufgefallen, aus dem einfachen Grund, Weil wir nicht dass. genügend Rohstoffe rankriegen. Genau. Und hier kriegen wir jetzt halt im Zweifelsfall tatsächlich genug Rohstoffe ran. So, da. Nee, die hättest du stehen lassen können. Ich hätte jetzt, gehen wir da weg. So aufgebaut. Ja, ist egal. Also Induction Furnace brauchen wir eh 2 Stück. Oder können wir 2 Stück nehmen. Das ist richtig. Aber auf unterster Ebene sind, wie gesagt, halt Ach, auf. Okay. so im Endeffekt. So. Da passt kein Stück. So. Sieht nicht mehr ganz so symmetrisch aus, aber ich sag mal, es ist noch in Ordnung. Ist das nicht so ein Weltuntergang, oder? Wieso, das ist so symmetrisch. Ja. Das ist Und ich richtig gelesen. Intelligenzbolzen. 1 tiefer alles. Warum alles eins tiefer? Weil ich hier einen zu weit Abstand Ach gehabt so. habe. So, jetzt aber.
Dann einmal so. Da ein hin, da ein hin. Und so. Ich habe mit Absicht da einen so einen großen Strommast zwischen, dass wir halt sehen, okay, das ist eine Hauptleitung, die darf nicht durchtrennt werden. Werden wir uns wahrscheinlich eh nicht dran halten, aber ein Versuch ist es wert. So. Ich wäre eh ein Freund davon, mehrere Stromanwendungen zu haben. Nee. Das ist denn ja langweilig. Dann haben wir gar keinen Spaß. So. So hätten wir dann jetzt tatsächlich das Setup. Wenn wir jetzt noch... Ach du Scheiße. Hör auf, so viel zu forschen. Guck dir mal das richtige Rezept hier an. In dem Induction Furnace. Da gibt es so zwei, drei verschiedene. Ja. Hat man nicht alles davon geforscht. So, das heißt, das ganze Setup... Einmal kopieren. Forsch mal Inventargröße. Und wichtige Dinge. Willst du kein größeres Inventar? Damit es noch unübersichtlicher wird. Ja. So. Das stimmt, aber. Ja, aber. Ich will die Forschung in der Wicke haben. Verständlich. So. So. Wie viel habe ich jetzt gesagt? 5 brauchen wir. Kann es sein, dass du noch einen Induction Furnace hast? Ja. So. Und einfach, da ich nicht weiß, wie viel da rumkommt, werde ich hier nochmal einen Balancer reinbauen. So. Aber... Wenn wir damit nicht fürs Erste genügend Eisen für uns produzieren, weiß ich auch nicht, ne? Dann quitte ich. Ausgelastet kriegen. Also wenigstens so für einen Stream genügend Eisen. Ach cool, das passt sogar perfekt hier von der Breite. Das ist cool. Ja, für Eisen. Ja. Aber für Bronze brauchst du ja wieder verschiedene Sachen. Ja, Bronze müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Bronze könnten wir sonst auch hier machen. Gezielt halt. Weil wir können ja auch einfach dann die Eisenproduktion, also das meiste, was hierbei rumkommt, ist ja Eisen. Mhm. Das können wir dann ja quasi einfach weglassen und fertig. Oh. Oh. Shit. Unsere Produktion ist tatsächlich zu langsam gerade. Wovon? Sulfur wird nicht ansatzweise schnell genug aufs Band gelegt. Dinge, die dir zwischendurch so auffallen. Ja, die eigentlich notwendig sind. So, dann verbanne ich jetzt hier auch mal die langsamen Teile. So. Und noch. Ah, gut, da sollte der reichen. So. Ist tatsächlich immer noch zu langsam anscheinend. Und so wie es aussieht, reicht die Hydroplant nicht mehr aus. Dann wunderst dich. Nein. Ja, das Problem ist halt, wir haben jetzt quasi alles geupgradet, bis auf die Basics. Die Basics haben wir komplett ignoriert, gerade beim Upgraden. Was halt nicht unbedingt gut ist. So.
Gut, der läuft jetzt deutlich schneller. Aber... Also eventuell haben wir jetzt entweder zu wenig Sulfur. Und wir haben tatsächlich jetzt ein paar Probleme. Also wir produzieren zu wenig. Oder es liegt einfach daran, dass wir jetzt zwischendurch was gelöscht haben. Weil normalerweise kriegt man mehr raus, als man verbraucht. Das mehr müssen rauskriegen, wir jetzt... als wir verbrauchen, hätte sich da doch zwischendurch wieder einpendeln müssen, oder? Ja, aber wir konnten es nicht verarbeiten. Also wir kriegen halt mehr Sulfuric Waste Water, wenn wir das verarbeiten, kriegen wir mehr Schwefel raus. Aber wir haben zwischendurch das auch gelöscht. Das ist das Problem dabei gerade. Deswegen werde ich jetzt nochmal eine zweite Hydroplant aufstellen, dass wir weniger löschen. Weil es, glaube ich, nicht unbedingt das Beste ist, wenn wir wertvolle Sachen löschen. So, jetzt die 1000-Euro-Frage. Wie kriege ich das hier angeschlossen? Genau so. Ja. Oh nein. So. Jetzt muss hier irgendwie noch das Sulfur lang. Ach du Schande, ey. Ich hack mir hier gerade ein zurecht. Das ist leider. Nein, Quick and Dirty ist noch untertrieben. So, dann wieder Overflow Pipe. So. Und wir sammeln ganz langsam wieder an. Gut, wir produzieren wieder mehr als wir verbrauchen. Wunderbar. Und Slack Slurry wird auch wieder ein bisschen mehr. Das heißt, wir sollten auch wieder mehr Bronze und Zinn ranbekommen. Na gut. Okay. Zurück zum Thema. Hast du Lust, gleich mal ein bisschen was zu craften? Ja. Von mir aus. Weil ich vermute, dass wir recht viel Zeug gleich brauchen werden. Ist aber nur so eine vage Vermutung von mir. So. Dann brauchen wir hier nochmal Inputs. Auch wenn das einfach sowohl Ressourcen als auch Strom und auch Lag-Performance-mäßig total für den Allerwertesten ist, was ich hier mache, es sieht gut aus. Damit rechtfertige ich das jetzt. Solange es gut aussieht. Ja. Also es ist symmetrisch. Gut ist denn mal dahingestellt. So, dann haben wir einmal die Umrandung, so, und du darfst von da einsammeln. So, dann brauchen wir hier ein Untergrundfließband. Okay, es wird doch breiter als gedacht. Shit. Oder ich muss nochmal umbauen. Nee, es wird ein bisschen breiter. Fertig. So. Das heißt, wir brauchen jetzt genügend Crushed Sulfurite und Javelite. Und genügend Katalysten. Das weiter nichts ist. Ja, so in etwa denke ich da auch gerade drüber. Also, wir haben 0,677 und 0,33 produziert er. Das heißt, wir brauchen 3 Filtration Units. Ah ne, Crystallizer 2 war totale Kretze, oder? Ja. Schade. Mit Crystallizer 2 würde es genau aufkommen, dass wir nur einen einzigen brauchen. Ne, nicht ganz. Okay, das heißt, wir brauchen 3 Crystallizer. Wenn ich die ganzen Farben sehe, die es dann auch noch später gibt, ne?